Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Genesis. Nachdem wir in der letzten Folge, also nachdem in der letzten Folge halt das Spiel abgeschmiert ist, dachte ich mir jetzt, ich versuch's nicht noch einmal mit der Aufgabe, sondern ich suche mir einen Spino. Und hier haben wir einen Level 32 X-Spino. Aui, 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 nicht mich. Landet dieser Vogel jetzt ernsthaft? Du sollst nicht landen. Warum fliegt denn die jetzt nicht mehr? Doch, jetzt fliegt sie wieder. Also, ich will die gute davon einbauen, deswegen habe ich jetzt auch schon wieder meine ganzen Tore, alles dabei. Denn Level 32 lassen wir nicht entgehen. Verschwinde. So, das heißt, wir packen jetzt hier hinten an sie. Einfach mal. Oh, nicht, 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 nicht. Nicht, 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 nicht. Lalalala. Ist sie draußen? Komm doch wieder rein. Komm wieder rein. Ich werde sie gleich wieder versuchen, hier reinzulocken. Boah. Okay, die cheatet. Das ist nicht geil. Sag mal, ist die jetzt da oben auf dem. Dieser Spino kann über Wände laufen. Nein, lass das jetzt. Okay, die kommt hier rein und raus. Also hier so aufbauen ist nicht. Ach Mann, diese Fliegen sind auch lästig. Okay, ich muss das nochmal hier komplett abbauen. So, wir werden jetzt. Genau, da vorne rüber gehen, wo sie jetzt ist. Ich weiß, dass sie auch wahrscheinlich wieder hier hochkommen wird. Ja, im Grunde genommen können wir sie nur hier vorne irgendwo jetzt legen. Ich muss jetzt hier runter. Oh, sie kommt. Ich fühle mich nicht wohl. Sie ist gerade da hinten. Das heißt, ich gehe jetzt hier schnell ran. Geh zu. Geh einfach zu. Also ich war eigentlich immer der Meinung, ein Spino kann nicht über ein Tor klettern. Okay, es ist noch drüben auf der Seite. Aber dieser Spino kann irgendwie anscheinend alles. Also so gern wie ich die S-Plus-Dinger auch mag. Tore. So finde ich dieses Umstellen immer sehr nervig. Foundation, habe ich nur One Foundation. Das wird knapp. Okay. Okay, wir können das im Grunde genommen nicht sehr groß bauen.
Am besten nur so. So, 4 Wände braucht 1 Bino. Ja gut, okay, ich hätte mir auch die Wände drin sparen können, die nach hier setzen können. Ich hoffe, ich kriege die hier überhaupt rein. Wäre ja noch einmal so cool, wenn du es setzen würdest, so wie ich das gerne möchte. So. Hä? Was macht er denn jetzt hier? Why? Okay, dass ich mich jetzt verbaue, ist mir jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen wumpigs. Ach komm. Ach komm, hör auf. Ich werde jetzt auch nur so einen Turm aus einer Dings machen. Weil wir müssen uns ja ein bisschen hochbauen. Ich traue dem guten Tier nämlich nicht. Ja, geh doch nach außen auf. Ist es drin? Nein. Geh doch nach innen auf. Oh. Ist es drin? Wenn das Tier jetzt drin wäre. Was es natürlich nicht ist. Hallo, ich will dich nerven. Jetzt haben wir ihn drin. Moha, du bist drin. Du bist drin. Du bist drin. Ich kann es gar nicht fassen. Ich habe gedacht, es wird wieder nichts. Aber doch. Jetzt brauche ich die.
Müsste jetzt auch gleich aufstehen. Eigentlich. Ja, wahrscheinlich noch die drei Futter auch noch runter. Aber hier ist eigentlich auch so ein schönes Plätzchen, ne? Wenn man hier so bauen möchte, kann man hier so eine schöne Wasserbase bauen. Ja. Ich finde auch diese Pilzholzbäume sehr schön hier auf Genesis. Ich habe vorhin mal geguckt, das wäre ja hier eigentlich das perfekte Weibchen zum Männchen, das wir haben. Aber nee. Der steht ja aktuell auch nicht draußen, den habe ich nämlich eingekryot und oben in die Kryokammer gepackt. Weil die Base ja vom Platz her doch ziemlich klein ist. Was ist jetzt los? Willst du nicht fressen? Uff. Habe ich vorhin falsch geguckt? Ach, Tatsache. Der war noch nicht so weit runter. Okay, der ist jetzt gleich erst bei 80. Was ist sie? Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch ein X-Dino-Männchen finde. Vielleicht im selben Level oder halt Level 240. Ich würde nämlich auch ganz gerne mal so einen X-Bino züchten, weil die sind doch sehr cool vom Skin auch her. Und die Farbe von ihr gefällt mir wirklich gut. Das ist so ein Orange-Braun, ne? Was die hat hier. Und Blau. Also finde ich super cool. Und wie das hier oben in den Kamm rein verläuft, die Farbe. Sieht man das so besser? Ja. Mal, wie schön die Farbe nach oben hin ausbleicht. Richtig cool. Und dann auch diese hellen Punkte. Was ist denn jetzt los? Willst du nicht? Uff, die hungert immer noch runter. Ich habe jetzt extra keine... Da ist sie. Oh Gott, jetzt wabbelt sie hier rum. Ernsthaft? Ach, die ist unten ins Tor reingebackt. Ja gut. Sie ist wach. Wir wabbeln rum. Ich gehe da jetzt runter. Ich will hier nicht mehr rumwabbeln. Also ihr seht jetzt, sie wabbelt wirklich voll rum. Ja. Kann man sie von außen denn sehen, wenn ich rauskrolle irgendwie? Nö. Okay. Also sie steht. Wir gucken uns nochmal die Werte kurz an. 6100 Leben hat sie. Also die hat noch ein bisschen was draufgekriegt. Auf Ausdauer auch. Gewicht auch und Nahkampfschaden auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Schaden wirklich gut ist für ein Spino. Aber falls jemand von euch sich damit auskennt, mit diesen Werten auch, kann ja mal sagen, ob die von den Werten ganz gut ist. Also ich finde die ganz gut. Aber ich spiele halt auch nur PvE.
So, das war's dann jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.